So, einmal Klebeband ist noch am Start. Ja, nee, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes hier. Hier haben wir auch nichts mehr. Gut, dann mal den ganzen Kram hier rein. Eigentlich bräuchte ich eine Schmiedetruhe, weißt du das? Oh, Digga. Aber ob ich das jetzt hier mache, hier eine Schmiedetruhe noch. Warte mal. Warte mal, das kann man doch machen. Auch in Minecraft habe ich Kisten ohne Ende. Warum nicht? Ich will keine Eisenaufbewahrungskiste machen. Ja, ist vielleicht für Player versus Player total cool. Ich denke mal, dafür ist es gedacht. Warum will ich so knapp? Also für PvP ist es wahrscheinlich gedacht, dass man halt Eisenkisten machen kann, die nicht so leicht zu zerstören sind. Sehe ich das richtig? Ja, das Ding ist, was mir aufgefallen ist an dem Game, das ist, was ich nicht so gut gelöst finde, das ist halt, dass man dadurch, dass man durch die Welt geschickt wird, was bald passieren wird, kann man eigentlich nirgendwo so richtig sesshaft werden. Also, da ich nicht viele YouTube-Videos wirklich schaue und auch nicht komplette Serien, weil ich mich halt nicht spoilern will, weil ich selber ja, wie soll ich das sagen, gedemütigt werden will, habe ich jetzt halt auch nicht gesehen, ob andere diese Erfahrung auch so gemacht haben, ne? Dass sie halt das Gefühl haben, da fuck, da habe ich mir gerade was aufgebaut und dann muss ich schon wieder weg. Warum habe ich hier eigentlich keine Verbände mehr? Ja gut. Okay, dann packe ich die Aloe Vera erstmal hier rein, in lecker Essen. Ja, passt nicht so recht, stimmt. Aber sag's nicht weiter, ne? So. Ich glaube... warte mal. Was kostet ein Tausammler? Okay. Kriege ich das diesmal hin? Nicht genügend. Nein. Ich habe mal wieder nicht genügend Klebstoff. So, ja, da weiß ich eigentlich gar nicht, was ich jetzt machen soll. Außer, wir könnten den Turm hier noch ein bisschen weiter abreißen. Man könnte aber erstmal, habe ich eigentlich Baublöcke noch? Ja, hier im Bastelkram wahrscheinlich. Ja, da Gebäudewürfel. Ist das das, was ich denke, was es ist? Ja, so dann. Okay. This one. Das sieht doch schon perfekt aus. Okay. Und dann auf Holz aufwerten. Ja, das Ding ist also... Ja, wenn ich jetzt erzähle, warum, dann nehme ich denjenigen die Spannung, die das Spiel noch nicht kennen, aber kann ich ja mal machen. Also ist wahrscheinlich sowieso nicht verständlich. Also. Ich würde jetzt ganz gerne mal schauen. Ich mache doch noch mal den Cheating. Hier Stabilität. Weil ich möchte natürlich nicht, dass mir hier irgendwas zusammenstürzt. So. Die Halbstufen. Ja. Autieren. Das geht noch. Okay, und das geht natürlich dann auch. Und dann könnte man hier auch
Und hier dann auch. Also die strukturelle Stabilität ist noch gewährleistet. So, und dann wieder mal R. Ja, das, was da jetzt... Warte mal. Stäbe-Ecke, das könnte man machen. Und ich kenne mich mit dem Bausystem mal so gar nicht aus, glaubt es mir. Das, was ich hier mache, ist geniale Stümperei, sagen wir es mal so. Es macht Kopfschmerzen mit dem Geflimmer. Meinst du nicht auch? So. Warte. Erstmal natürlich die Stabilität aus. Ja, gut. Puh. Endlich wieder normal. So. Ich werte mal auf. Ja, und wie gesagt, also nett vorgebrachte Tipps sind immer willkommen. Wer hier länger ist, wird das wissen. So. Uff. So, dann können wir hier noch ein bisschen abreißen. Abrissunternehmen Honk am Start. Ja, wie gesagt, also das ist mein Gamername Honk und ich werde so ungerne real genannt. Gibt eigentlich auch niemanden, der das wirklich tut. Tobi? Nee, ich glaube, der Tobi hat das inzwischen auch drauf. Genauso wenig nennen mich Leute eigentlich Jürgen. Auf Ämtern und Behörden, ja. Weil es halt nun mal mein bürgerlicher Name ist. Aber ansonsten so im Freundes- und Bekanntenkreis. Ach ja, es dauert sehr, sehr lange, bis ich jemanden einen Freund nenne. Ja, aber dann ist das auch normalerweise für immer und ewig, kann man sagen. Oder spätestens, mindestens bis in die nächste Eiszeit. So, ja, Grüße mal vielleicht auch an Shorty Bull, der vielleicht hier auch guckt. Ich weiß gar nicht, wie lange du schon als Zuschauer bei mir dabei bist. Kannst ja mal schreiben in die Kommentare. Ach ja, ich hätte gern mehr Kommentare. Mehr Abonnenten. Aber wisst ihr, jetzt muss ich schon wieder anfangen, negativ zu reden. Mir gehen die Let's Player so sehr auf den Sack, die wirklich in jeder Folge ihres Let's Plays mindestens einmal um Abos und oder Likes und Kommentare betteln. Wieso? Die wollen wachsen. Ja, aber das sei ihnen gegönnt, aber dann ist es mir auch gegönnt, dass mich das nervt, ne? Du bist aber auch wirklich von allem genervt. Ja, das mag sein. Es gibt da so einen schönen Spruch. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Band das nochmal ist und aus welchem Lied. Oh, wie kann mir das jetzt entfallen sein? Ach ja, Apokalyptische Reiter. Geile Band, geile Texte. Ohne weiteres mal auf YouTube suchen und falls du die Texte nicht unbedingt, falls sie für dich nicht verständlich sind, obwohl sie auf Deutsch sind, dann solltest du dir auch mal irgendwie die Texte im Internet
googeln und durchlesen? Lohnt sich. Apokalyptische Reiter. In einem ihrer Lieder, ich weiß jetzt nicht in welchem, ich glaube, es wird schlimmer, heißt das Lied. Da gibt es die Textpassage, am Kompromiss ist schon so mancher erstickt. Wahr, wahr. So, und da ist dann schon wieder ein Teil geflogen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da jetzt drauf gehe, dann gehe ich drauf, aber das stimmt nicht. Da ist ja noch eine Plattform drunter. Ich weiß jetzt nur nicht, soll ich da einen Vollklotz reinmachen? Komme ich dann überhaupt noch da unten durch oder? Ich kann es mir ja angucken. Warte mal. Da muss ja auch gar kein Vollklotz rein, weil da können wir auch ohne weiteres einen Halbklotz reinmachen. Warte. Schauen wir uns nochmal besser an. Ist da Wasser drunter? Wird komisch aussehen. Dann, weißt du, ich baue den Klotz da mal hin. Dann mache ich einmal hier die... Ich sollte hier vielleicht eine Treppe machen, aber wo soll die denn hin? Digga. Ah, nicht doch. Man kann sich aber auch anstellen, ne? Ja, kann man. Es gibt vielleicht ein Rundteil, aber weißt du, das ist... Ich werde das mal von oben machen, auch wenn ich dann nochmal runter muss. Ich habe ja jetzt Zeit. Es ist ja Nacht gerade, ne? Es ist doch Nacht. Und Entschuldigung, ich habe die Bauformen eben nicht verinnerlicht. Ja, das sind ganze Säulen, okay. Hier gibt es Rundungen. Eine halbe Säule. Ja. Das ist jetzt scheiße, dass ich das jetzt hier ausprobieren muss. Was ist das? Nee, das ist in hohl. Das ist nicht gut. Oder? Wenn ich da jetzt... bin ich immer noch im Debug-Modus eigentlich? Ich glaube, ja. Ja, ich bin immer noch im Debug-Menü. Aber jetzt ist es raus. Jetzt ist es aus. So gut, pass auf. Nein, nicht doch. Ich glaube, ich bin so langsam nicht mehr ganz Herr meiner Sinne. So, ich nehme dann doch mal den Halbwürfel hier und dann schauen wir mal. Ja, die muss ich dann natürlich auch rotieren, ist klar. Ich schaue mal, wie das jetzt von unten aussieht. Wahrscheinlich werde ich irgendwann bei diesen ganzen... Ja, da fehlt was, das ist das Problem. Ja, wenn ich mal die ganzen Formen im Kopf hätte, ne? Ich werde lernen. Ich verspreche es euch, ich werde lernen. Halt. Das geht natürlich noch nicht. Okay, weißt du. Komm, sei es drum. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich mache den ganzen Turm eckig. Naja, nee, wie gesagt, oh, das habe ich ja noch gar nicht fertig erzählt. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil ich falsch geklickt habe. Alles klar. Oh. Jo, ach, du bist doch eigentlich am Tee trinken, Kollege. Ich könnte gleich mal einen Kaffee eingießen. Eine Stunde 18, 20 nach 3 am Morgen hier. Lokal gerade. So, ja, wie sieht mein Inventar aus? Warte mal, ich könnte ja eigentlich auch Folgendes machen. Ach, ich hatte ja sowieso einiges vor in der Richtung. Sand, das,
Lehmboden. Ich nehme mal den Lehmboden mit. So, das. Oh, Digga. Es ist hier aber reichlich mit dieser Facecam. So. Gebt mir Zeit, dann komme ich hier auch irgendwie zu Rande. Warum ist denn hier noch Papier drin? Ne? Ja, weil ich es da reingetan habe. So. So einfach ist das mal erklärt. So. Gut. Hat sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit jemand gefragt, warum geht der eigentlich nicht her und schmilzt mal das hier ein? Ja, weil ich nicht dran gedacht habe. Den Bruchsand hier. Ja. Und das war es dann auch schon. Und hier haben wir ja den Schmiedekram. Das ist ja die Sache. Da werde ich hier unten mal die Barren reinmachen. Die Barne. Die packe ich hier einfach mal rein. Und das Rohstoffmaterial auf die Seite, wo keine Facecam ist, bitte. So. Danke. So. Und dann das. Und dann dies. Und jetzt noch das Papier da drüben rein. Oh, gleich ist es 4 Uhr. Dann kann es losgehen. Horrido. Kann man das eigentlich einschmelzen? Ah, das kann ich jetzt nicht ausprobieren. Alter Schwede. So. nö, es lohnt sich nicht, jetzt noch was zu machen. Wo kann man jetzt sehen, wie viele Barne noch geschmolzen werden? Das war es wahrscheinlich schon. So. Dann haben wir jetzt 22 Barne. Das ist doch schon mal was. Also den Spruch finde ich ja eigentlich, obwohl er ein totaler Kotzbrocken ist, finde ich ja eigentlich den Spruch buy wrecked or get wrecked. Also ist schon ist kreativ, finde ich. Yucca-Pflanze. Bams. Bams. Aloe Vera-Pflanze. Kaffee-Pflanze. Bams. Oh, jetzt habe ich das ganze Inventar voll mit irgendwelchem Quatsch. ja. Da haben wir wieder die Kaffeesamen. Die packen wir da wieder rein. Dann haben wir hier zweimal Yucca-Samen. Ja, den anderen Kram pflanze ich dann irgendwann demnächst an. Aloe Vera Blatt. Ja. Yucca-Frucht. Kaffeebohnen. Ach so, ja. Ich habe einige Sachen, wo ich die Samen noch nicht ernten kann. Oder? Lass mich mal sehen, was haben wir denn jetzt hier alles? Die Baublöcke lasse ich dann vielleicht auch hier. Also nochmal nach oben. So kann man sich auch Zeit klauen. Aber ist schon geil. Ich habe hier eine Schmiede jetzt schon so. Und also ich bin zufrieden. Ja. Aloe Vera Blatt. Kaffee. Sieht aus. Ja, sieht nicht aus wie Kaffeebohnen. Nein, sieht es nicht. Das packe ich da mal rein. So, und ach ja, hier die Steinchen auch. So. Und dann will ich hier aus lecker Essen noch Kürbissamen rausholen. Warte mal. Ja, ich habe nur ein Feld, aber... Ach, weißt du, komm. Um den Inventarplatz scheiße ich mich jetzt auch nicht an. Also stuhle ich mich hier an. Ich will ja immer irgendwie... So. Ich will ja immer irgendwie familienfreundlich bleiben, ne? Gelingt mir zwar äußerst selten. Achso, ja, das war da hinten. Okay. Ich muss mir gleich mal einen Kaffee eingießen. Lass mal schauen. Ja, nee, komm. Lass es uns hinter uns bringen. Ich möchte nämlich es vielleicht noch heute schaffen, für die das Spiel kennt, zu Trader Gen zu fahren. Ja, und wie gesagt, also das ist das, was mich dann so ein bisschen missmutig stimmt. Dass ich dann nämlich
eine ganze Zeit lang bei Jen verbringe, ist natürlich besser als bei Rekt, ne? Und dann werde ich hier nie wieder an diesem Turm bauen.